Hallo. Guck mal, ich habe dieses Washi-Tape-Set. Sind ja 50 Stück drin, ne? Ich habe da eine Idee, möchte damit was auch machen. Aber vorher musste das alles erstmal aufs Papier, ne? Und auf weißes Papier. Auf dem Weißen ist es ja immer, ne, am besten zu sehen, die ganze einzeln. Ich werde mal so vielleicht noch rangehen. Das ist auch eine Goldfolierung, ne, da drauf. Kann man sehen, ne? Auch echt schön. Das sind die breitesten, ne, Streifen. Das, ne, sieht aus wie so eine. Wie Stoff, ne? Ich glaube, ich hatte irgendwann mal so eine Schleife sogar. Und da ist es einfach nur so ein Druck, ne? Auch schön, ne? So, das nächste hier, so eins. Und dann, ne, ist echt detailliert, ne? Schön zu sehen. Da ist es ein bisschen. So rum, ne? Auch okay. Auch vergoldet. Meine, goldfoliert. Und so, ne? Sieht echt schön aus. Diese Farbnuance ist ja nicht ganz weiß, ne? Es ist so ein Übergang, bisschen mit beige. Auch schön. Und das. Dieses, ne, das ist dann so eine ganze Ranke. Auch echt hübsch, ne? So, wenn man das so schaut. Ja. Schöne Bordüren, ne? Dann die nächste. Das waren die breitesten. Das sind ja 5 Stück. Ich habe sie so reihenweise genommen. So eine Reihe, nächste Reihe und so, ne? Deswegen wird es so vorkommen jetzt. Ja, da ist auch eine Vergoldung drauf, ne? So goldfoliert. Kann man sehen. Auch die Farben, ne, sind echt schöne Mischung. Dann das nächste ist wieder so eine Ranke. So, dann guck mal. Die könnten wir auch sogar einzeln, ne, nutzen. Schauen wir mal, ob man es. Scharf stellen. Naja, ist ja genug zu sehen. So, nein, das ist ja richtig, ne? So ein helles Gelb. Auch hübsch. Ja, das sind dann die schmaleren, ne? Die nächste Breite. Auch so eine schöne, dezente Farbe. Ja, und so dachte ich, kann ich ja, egal welches Designpapier oder Deko-Teil, ne, dranlegen und sehen, was passt, ne? Wäre ja auch okay, welche Urstäb vielleicht, welches in Frage kommt oder würde passen oder auch nicht, ne? Und auch so, dass man den Überblick hat überhaupt. Da habe ich doch einen Kopf stehen. Ja. So. Ja, es ist die 5. Ja, das sind die nächste Größe und das sind ja schmaler dann, ne?
Weil es sind ja immer fünf Stück. So. Dann habe ich jetzt hier schon drei und da kommen noch zwei. Die und die. Die nächste Breite und dann kommt das noch weiter schmaler. Ne? Dann so eins. So hell, ne? Wie so eine Spitze. Ist auch echt schön. Und das ist die zweite noch aus der Reihe, diese Breite, die zweite. Es wird ja immer schmaler dann, ne? Ja, und dann kommen die nächsten. Ist auch so eine Ranke. Ich finde, die Farben kommen gut an. So, dann das ist auch so eine hübsch, ne? Ist doch genug. Und die da, das ist so wie, als ob man sie, meine, die da, ne? Als ob die dann hoch steht. Obwohl es geht auch so, ne? So geht es auch. Auch so eine herbstliche, sogar winterlich könnte man, ne? Da ist wieder eine Vergoldung, goldfolierte Bordüre. Ich hatte sie so von außen, von da, so nach innen eben streifen. Soll man lieber so setzen, ne, dass man so den Überblick hat. So, ne, die ist echt schön auch, ne? Die ist auch ganz hell. Und das dann, ne? Das ist doch ein Hammer. So hübsch. Da hat es schon viele. Weiter, ne, war alles gut. Ne? Okay. Und das noch. Auch so feine Blüppchen, ne? Gestreut. Und da hatte ich jetzt, damit habe ich angefangen, ne? So eine ganze Liste. Weil die sind ja jetzt diese Breite, die drei sind auch noch aus der Reihe, ne? Ich sage. So, dann geht das weiter. Ich glaube, es sind auch noch zwei dann von den Seiten. Ich mache ja so hin die Reihe. So, da kann man das schön haben. Im Überblick auch. Ja, ist auch immer so eine ganz dezent, auch hübsch, ne? So, da kommt auch die so eine Bordüre, ist auch da, ne, ich zeig mal so, dass man sieht, die kommen schmale, ne? Sind richtig so schmale. Verliert sich so im Weiß, ne, der Rand, aber kann man dann so sehen, dass das. Und da ist so ein Farbverlauf. Ne, wie aquarelliert. Malerische Schlange oder wie das heißt. So eine Welle, ne? Ja, das ist auch dann diese Variante. Auch pastellig, ne? Vieles ist was ist pastellig. Dann kommt auch diese Kette und das ist auch, zeige ich mal so, dass man sieht, das sind die schmalen, ne? Sind, es gibt noch schmalere. Ja. Ist auch da vergoldet, ne? Das eine. Sind schon durch, aber diese Rosen, ne? Das ist ja Hammer. Ja, und da wieder diese Ketten, Schlangen, Wellen. In zwei Farben hatte ich sie, glaube ich, da und da. Ne? Ja, und dann diese blaues mit weißen Blümchen, ne? Auch hübsch. Oh, das da ist so schön. Voll hübsch. Bei der zeige ich auch die Breite. So kann man es dann sehen. Ne? Ist auch eine von den Breiten.
Ja, so sieht die Palette dann aus. Und dann, ja, von der Reihe, die gehen ja nach schmaler und schmaler. Dann sind noch die zwei, drei, drei. Und dann sind die ganz schmalen noch. Ja, dachte ich klebe sie auch auf, dass man auch die noch so ein bisschen ranhalten kann. Auch aneinander, ne? Wenn, dann kann man ja auch machen. Ja. Auch schön. Die schmalen, ne? So sieht man das, die breit, und da ist Gold, ne? Ja, und dann hat es nicht gereicht. Drehe ich mal so rum. Ja, die ist auch echt hübsch, ne? Und dann auch von denen da, dieses da, ne? Ist doch echt Hammer, ne? Und dann noch solche verschiedene Farben, ne? Auch finde ich. Ist immer. Muss immer sein, mal, ne? Das passt ja manchmal da richtig. Genau, ich glaube, das da. Bisschen schief, ne? Wohl mit Gold soll man nicht so viel hin und her spielen, weil das ist echt empfindlich, ne? So. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser gerade. Ja, das ist die Palette. Würde ich sagen, das da, das da. Diese, ne? Ja, das zu dem Set habe ich eben dann die Palette, ne? Jetzt erstellt. So, ihr Lieben, danke, bis demnächst. Tschüssi.